Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Mein heutiger Gast Daniel ist Papa eines 8-jährigen Sohnes mit Trisomie 21 und er wird uns von seinen Erfahrungen berichten. Wir werden darüber sprechen, wie sich der Alltag gestaltet, ob und wie sich das Leben seiner Familie verändert hat und er wird mir sagen, warum sein Handeln dank seines Sohnes entschleunigt wurde und sich der Blick auf das Leben geändert hat. Doch bevor wir gleich anfangen, habe ich wie immer eine Schätzfrage für euch. Was denkt ihr, wie viele Menschen mit Trisomie 21 leben in Deutschland? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge zum Thema Kinder mit Trisomie 21. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Daniel Stingel. Hallo Daniel. Ja, hallo Emmy. Bevor wir jetzt gleich starten mit unserem Gespräch, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Ja, meinen Namen habt ihr schon gehört. Ich bin Daniel, bin Papa von 3 Kindern. 3, 6 und 8 sind sie mittlerweile. Ein Sohn und 2 Töchter. Ich bin 42 Jahre und ja, hatte eine sportliche Laufbahn hinter mir, bis ich dann irgendwann ins IT-Geschäft eingestiegen bin und arbeite jetzt für einer der Big Four in der Wirtschaftsprüfung und bin dort für die Implementierung von und Betreiben von IT-Systemen verantwortlich. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Und wie wir wissen, bist du Papa von 3 Kindern und auch Papa eines Sohnes mit Trisomie 21. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch gehen und das Thema mal ein bisschen mehr beleuchten und du uns einen Einblick in euren Familienalltag gibst und von deinen Erfahrungen berichtest. Und jetzt haben wir ja im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen und ich würde gerne, dass wir von Anfang an mal darüber reden und du mir ein bisschen darüber erzählst, wie das alles begann. Also wann habt ihr davon erfahren, dass euer Sohn Trisomie 21 haben wird? Das ist mein Sohn, das ist der Älteste quasi. Es war unser Erstgeborenes. Wir hatten eine perfekte Schwangerschaft, ja. Und also während der Geburt oder nach der Geburt letztendlich, da gab es Marker für die Trisomie 21, Handflächenfurche, die Ohren waren ein bisschen tiefer oder die Augen standen auch, sind ein bisschen dieses typische Merkmal dieser Mandelaugen. Wir waren total überfordert an der Stelle, als die Ärzte das so mitgeteilt hatten. Es könnte sein, weil es gesagt, der Akt der Geburt war schon so aufregend. Ja, dann mussten wir erstmal damit umgehen. Ich bin im Nachhinein sehr glücklich, dass wir so eine entspannte Schwangerschaft hatten und dass nicht während der Schwangerschaft irgendwie rauskam, weil man einfach. Also ich hätte gesagt, ich wäre total unwissend, also war ich auch, ich war total unwissend, hatte in meinem Kopf, jeder Mensch hat, glaube ich, in seinem Kopf so ein gewisses Bild von Menschen oder von irgendeinem Begriff, ja, wie zum Beispiel Trisomie 21. Ja, ich bin einfach glücklich, dass wir eine wirklich entspannte Schwangerschaft hatten und ein Schreckmoment, sage ich mal, da sind wir auch ein Loch gefallen, einfach weil wir eine andere Erwartung hatten. Ja, so man denkt so als junger Mensch, ja, also dann kriegen wir ein Kind, am besten welche Sternzeichen und zu welcher Jahreszeit und man passt es uns genau in den Kram, aber dass der ganze Akt, dass da ein Mensch ranwächst, eigentlich ein Wunder ist und dass das, was da alles passieren kann, wenn man sich darüber Gedanken macht, ich glaube, dann wird es gar nicht mehr so viele Menschen auf der Welt geben. Ne? Genau, also um deine Frage zu beantworten, nach der Geburt, Gott sei Dank. Und du sagst Gott sei Dank, was hat sich denn nach der Geburt für euch alles verändert? Also wie seid ihr denn erstmal damit umgegangen und wie war so die erste Phase nach der Geburt? Also dadurch, dass er auch 4 Wochen zu früh gekommen ist, gilt er quasi als Frühchen und er musste die erste Nacht lag er noch auf der Neo,
ja, und also auf der Kinderintensiv, weil sie leichte Herztöne hatten und das einfach noch beobachten wollten. Ja, und dann mussten wir uns mit der Thematik erstmal auseinandersetzen. Okay, was bedeutet denn das jetzt? Und ist es jetzt wirklich so? Und als ich das dann, also wir sind dann nach Hause gekommen, wir haben halt, muss man dazu sagen, Sechser im Lotto, weil mein Sohn ist gesund, ja, Punkt. Er hat eine Chromosomanomalie, ja, das ist die Trisomie 21 letztendlich, und er hat eine freie Trisomie 21, das ist quasi mit die häufigste Form, die bei der Trisomie 21 auftritt. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, haben meine Frau und ich uns erstmal gesagt, also wir lesen nicht im Internet nach irgendwas, wir lassen uns jetzt erstmal auf unser Kind ein, hatten aber auch damit einfach zu kämpfen, ja, weil, wie gesagt, unsere Erwartungen so, die man so hat, das eigentlich nicht erfüllt haben, ja, weil es hieß, irgendwas ist mit unserem Kind los, ja, und wir wussten nicht was und haben gesagt, okay, jetzt gucken wir uns das erstmal an und haben ja die ersten 2 Monate uns erstmal nur um uns gekümmert und in unserer jungen Familie quasi uns einzuleben, anzukommen, würden die Hebammen, glaube ich, sagen, ja, anzukommen, genau. Und das hat uns echt gut getan und dann haben wir sukzessive uns mit der Thematik beschäftigt. Was bedeutet denn Trisomie 21, Down-Syndrom? Was ist das? Müssen wir als Eltern irgendetwas beachten und so weiter? Ja, und hat sich unser Leben verändert? Ja, unser Leben hat sich verändert. Zuerst einmal sind wir eine Familie geworden. Ja, das ist Punkt 1. Und ja, wir mussten uns quasi mit dem Thema Down-Syndrom auseinandersetzen. Was benötigt ein Kind, ein Mensch mit Down-Syndrom? Worauf müssen wir achten? Ja, und das ist auch das, was mich so ein bisschen geärgert hat, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Wir hatten keine adäquaten Informationen, ja, die man uns mitgegeben hat, wie Blutwerte kontrollieren regelmäßig oder frühkindliche Therapien zu machen zur Frühförderung, was ganz wichtig ist, genau, und solche, also so Merkmale, die da mitkommen können, dass man die quasi berücksichtigt und ja, entsprechend angeht, ja, genau. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass die Blutwerte regelmäßig kontrolliert werden sollten. Warum ist das so? Das ist so, weil Kinder oder Menschen mit Trisomie 21 zu ein erhöhtes Risiko auf Leukämie haben allerdings auch ein erhöhtes Wahrscheinlichkeit davon geheilt zu werden. Auch die Schilddrüsenwerte sind beeinträchtigt. Und da muss man ein Auge drauf haben, weil das alles die Förderung oder die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen kann. Ja, genau. Das eine ist natürlich auch lebensbedrohlich, ja, das Krebs. Und das andere ist einfach, dass man sagt, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, aber man sagt, dass es halt auch zu erhöhten Stoffwechselerkrankungen kommt. Und das liegt wohl an dem extra Chromosom, 21. Chromosom, was so ein bisschen den Hormonhaushalt durcheinander wirft. Ah. Genau. Ah, das ist ja interessant. Also das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ich weiß, dass viele Kinder mit Trisomie 21 oft mit einem Herzfehler geboren werden. War das bei euch auch der Fall? Oder? Nee, wie sagte ich ja, ist gesund. Ach so. Deswegen ein Sechser im Lotto, genauso wie du sagst. Es gibt 50% der Neugeborenen haben Herzfehler. Ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl ist, aber der operativ in der Regel gut korrigiert werden kann. Wir haben ein kleines Loch im Herzen in der Vorkammer. Das hat aber, ich glaube, jeder 10. Mensch. Ja, und deswegen ist das keine, es ist nicht typisch zur Trisomie zuzuordnen. Dann haben einige auch mit dem Darm Probleme oder auch keinen Darmausgang. Ja, und da gibt es noch weitere Themen, die gesundheitlich quasi da mitspielen. Das sind dann quasi, ja, letztendlich, ja, Begleiterscheinungen, die dazukommen, ja, genau. Und wir hatten halt nichts, ist gesund, Punkt. Ja, das hatte ich tatsächlich auch so gelesen, dass Trisomie 21 keine Krankheit im eigentlichen Sinne ist, nur dass es halt mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen einhergeht.
Und das ist ja das, was du auch gerade noch mal gesagt hast. Jetzt stelle ich mir vor, ihr kommt aus dem Krankenhaus, habt euer gesundes Kind mit Trisomie 21 im Arm, kommt nach Hause. Und wie haben denn Freunde und Familie darauf reagiert? Ja, unterschiedlich, aber alle positiv. Für uns stand schnell, also was ist schnell, für uns stand das fest, das ist unser Kind, ja, das ist mein Sohn, und meine Frau und ich haben uns gesagt, wir werden unser Kind begleiten sozusagen. Ich habe mir persönlich, jetzt wenn ich über mich spreche, gesagt, ich werde meinen Kopf quasi immer oben tragen und ihn begleiten, egal was er machen möchte. Ich werde, wie ich alle meine anderen Kinder auch dazu begleite und ermutige, ihren Weg zu gehen und sie dabei unterstützen, so gut ich kann. Wir hatten eigentlich weitestgehend nur positive Erfahrungen, kann ich so sagen, im Freundeskreis und auch im familiären Umkreis. Da gab es auch gar keine andere Option, würde ich mal sagen, aus meiner Sicht. Genau, die haben uns aufgefangen und unsere Sorgen und Ängste mitgegeben, und jeder auf seine Art. Ja. Der eine hat ein bisschen recherchiert und gesagt, schau mal, und das kommt dazu und jenes. Und die Lebenserwartung hat sich in den letzten Jahrzehnten verdreifacht. Wie gesagt, sie haben uns gut aufgefangen und unterstützt, und das war toll. Und wir haben auch ein tolles Umfeld, kann ich immer dazu sagen. Also das finde ich richtig schön, wenn du das sagst, dass euch alle so positiv entgegengekommen sind und jeder vielleicht auch nochmal recherchiert hat und andere Aspekte versucht hat zu beleuchten. Was denkst du denn, ist der größte Unterschied zwischen eurem Sohn und vielleicht Kindern ohne Trisomie 21 oder vielleicht auch zwischen eurem Sohn und euren beiden Töchtern? Also in der Entwicklung gesehen, jetzt vielleicht sprachlich oder auch körperlich? Ja, also der größte Unterschied ist letztendlich, dass mein Sohn anders lernt, ja, und da ist es nicht nur bezogen auf wirklich Stoff, der reinkommt, sondern auf das Laufen, auf das Sprechen, ja, und der Stoff muss einfach anders aufbereitet werden, und er lernt einfach ein bisschen langsamer, was bei meinen Töchtern einfach so nebenher läuft. Du sagst, okay, schau mal, du gehst jetzt dahin, mach mal das, oder die Aufstehspirale, die krabbeln dann, und das funktioniert halt irgendwann. Irgendwann haben die Interesse, nach oben zu kommen und sich aufzurichten. Und der Unterschied zu meinem Sohn war dann, dass er noch nicht die Muskelhypotonie, also der schwächere Tonus in den Muskeln hat halt einfach dazu geführt, dass ihm das nicht so leicht fällt. Er muss immer mehr aufwenden, um dahin zu kommen, und braucht dann Zwischenschritte. Und das ist eigentlich der größte Unterschied. Man braucht kleinere Schritte, die sonst Kinder einfach so bewältigen können, ja, auch nicht alle, ja, aber die meisten, sage ich mal so. Und da braucht man kleinere Schritte, um diesen größeren Schritt am Ende dann zu bewältigen. Und das ist aus meiner Sicht der größte Unterschied. Und das, was wir schon gesagt haben, dass man gesundheitlich ein paar Sachen mehr abchecken muss. Und das, was hat dazu geführt, dass wir, also ich habe jetzt selber nochmal gelernt, richtig zu lernen, ja, weil ich jetzt den oder auch mit meiner Frau, wir müssen uns jetzt also ich weiß jetzt, wie eine Aufstehspirale funktioniert, ja, also wie, was ein Kind alles machen muss, um aufzustehen, das ist einfach enorm. Und weil ich mir natürlich überlegen musste, okay, was sind denn die kleineren Schritte dazwischen, wie ich ihn unterstützen kann, zu motivieren, nach oben zu kommen oder seine Muskulatur zu stärken, dass er nach oben kommt. Und in den ersten Monaten ist es einfach das Trainieren der Muskulatur und der Wahrnehmung. Das machen die Kinder sonst, wenn sie auf dem Bauch liegen und sich strecken, ja, gefühlt den ganzen Tag mit allen Vieren von sich, stärken sie so ihre Rückenmuskulatur. Und wenn man aber eine schwächere Muskeltonus hat, dann schafft man das nicht. Ja. Und als ich meine Tochter in den Arm hatte, dann wusste ich immer, wovon sie gesprochen haben, ja, weil ich sage, okay, mein Kind, wenn ich mein Sohn in der Hand gehalten habe, war er immer ein bisschen schwerer, ist immer in sich so ein bisschen zusammengefallen, ja. Meine Tochter war dann wie so ein Brett, ja, die war so stark in der Muskulatur, dass sie sich so anspannen konnte, und das musste er halt alles lernen. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, ja.
Das heißt ja dann für euch eigentlich, dass ihr ganz viel Geduld und auch ganz viel Zeit haben musstet. Also vielleicht mehr, als wenn das Kind jetzt keine Trisomie 21 hat, würde ich behaupten. Weiß ich nicht, ob man mehr vielleicht ist mehr Geduld, ist es weniger, als dass man sein Leben ein wenig entschleunigen muss. Ja? Und das ist jetzt nicht noch, ich rede jetzt nicht über ein Kleinkind, weil da können sowieso ja an der Stelle noch nicht so viel machen, aber wenn die Kinder größer werden und sie sollen Sachen selbstständig machen, wie sich die Schuhe anziehen oder das T-Shirt oder, dann sind wir so getaktet, sind okay, es ist jetzt 8 Uhr, müssen wir in der Kita sein, damit ich um 8.30 Uhr bei der Arbeit bin, und jetzt anziehen, machen, tun, und dann gibt man die Aufträge los und dann sollen die sich halt schnell anziehen, und wenn das nicht funktioniert, dann entweder unterstützt man dann oder. Und das ist das, wo man sagen muss, stopp, da muss ich halt vielleicht 15 bis 20 Minuten mehr Zeit einplanen, damit diese Selbstständigkeit, ihm die Möglichkeit gegeben wird, dass er das selbstständig machen kann. Und nach einer Zeit, das dauert halt, das meine ich, das dauert ein bisschen länger, ja, nach der Zeit geht es dann auch immer schneller. Ah, das ist der Trick, hier mache ich meinen Kopf durch, da kommen die Arme rein, und das muss ich meiner Tochter 2-mal oder 10-mal zeigen und meinem Sohn vielleicht 50-mal, ja, und zu sagen, oh, du weißt doch, wie das geht, ja, ich möchte jetzt aber nicht, okay, wir müssen aber jetzt los, ja, so, das sind so die Punkte, ja, Geduld, ja, aber ich glaube, das muss man bei Kindern sowieso mitbringen. Ja, die muss man allerdings mitbringen, aber im Großen und Ganzen hört sich das ja schon an, als wenn euer Leben so ein bisschen entschleunigt wurde. Ja, auf jeden Fall. Das ist das größte Geschenk, was er uns gemacht hat. Kann ich jetzt im Nachgang sagen. Vorher ist alles nur noch höher, schneller, weiter, und man lebt eigentlich nicht im Augenblick, sondern in der nächsten Woche, im nächsten Monat, und versucht, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und er hat uns gezeigt, wie wir uns doch über die kleinen Dinge freuen können. Ja, sein erstes Wort, weil auch bei Down-Syndrom oft eine Sprachdyspraxie mitkommt. Das heißt, sie verstehen in der Regel alles, was man sagt, können sich aber nicht so schnell ausdrücken. Ja, was dazu führt, dass natürlich eine hohe Frustration da mitkommt. Das heißt, man muss sehr viel üben, dass die Worte oder die Laute entsprechend rauskommen, dass er sich halt auch in seiner Umwelt ausdrücken kann. Und dass man sich darüber freut, dass wir jetzt das A gelernt haben und sagt, oh, er kann jetzt A sagen oder trinken oder Mama und Papa. Und das nehmen andere Eltern, glaube ich, auch mit beim ersten Mal. Aber jeder weitere Schritt ist dann so, ja, okay, jetzt kann jetzt sprechen, ist jetzt okay. Und kann jetzt laufen, ist jetzt okay. Ja, okay, jetzt kannst du Dreirad fahren, ist okay. Und das ist, glaube ich, jedes Mal zu sehen, was das für eine enorme Leistung ist von allen Kindern. Das ist einfach schön. Also wir haben gefühlt jeden Tag Augenblicke, wo wir uns angucken und sagen, oh, schau mal, oh, das machen die aber toll, allesamt. Ja? Und haben ein sehr positives Umfeld in der Familie und untereinander, wie wir miteinander umgehen. Also das ist ganz schön. Und jetzt hast du gesagt, man freut sich, natürlich freut man sich bei jedem Kind über das erste Wort. Da würde mich trotzdem nochmal interessieren, wann hat denn euer Sohn das Sprechen gelernt und wann hat er angefangen zu laufen? Also war das viel, viel später als sagen wir mal, weiß ich nicht, so, man sagt ja so um den ersten Geburtstag rum. Also ja, was heißt, ja, es war später, und zwar Laufen ging frei, ich glaube, mit 2,5, ja. Und er konnte sich relativ schnell dann hochziehen und stehen, aber halt nicht frei laufen. Er brauchte da dieses Gleichgewicht, und auch die Muskulatur musste erst sehr gestärkt werden. Wir haben dann einen Laufwagen geholt. Das ist sozusagen dieser Zwischenschritt. Ja, sozusagen, wir haben einen Laufwagen und sind dann gelaufen, bis es dann irgendwann halt funktioniert hat. Genau, jedes Kind hat da sein eigenes Tempo. Die Spanne ist dabei, es gibt Kinder mit Trisomie 21, die auch mit einem Jahr laufen. Manche brauchen länger, ja, auch länger als 2,5. Jeder hat da sein eigenes Tempo, und es hängt auch ganz klar davon ab, wie oft die Kinder im Vorfeld auch im Krankenhaus noch lagen, wenn sie Herz-OPs hatten oder, was da alles dann noch,
noch mitspielt, weil gerade die in der ersten Phase des Lebens können die Kinder auch halt einen längeren Zeitraum, je nachdem, auch im Krankenhaus liegen. Und da kann man halt auch nicht wirklich fördern, sondern da geht es ums Überleben. Ja, und das sind dann, da ist der Schwerpunkt auch ein ganz anderer. Ja, und die Sprache hat bei uns, wir hatten eine stark ausgeprägte Dyspraxie, hat länger gedauert. Also das war, er hatte dann irgendwie 10 Worte, Mama, Papa, trinken und Brezel, weil er das abgöttisch liebt, ging dann relativ gut. Aber richtig sprechen sind wir erst mit 4 reingekommen, sodass er dann nicht nur so auswendig gelernte Silben Worte oder Sätze sprechen konnte, sondern mit 4 fing das dann an, wirklich sich der Wortschatz, nicht, also der aktive Wortschatz zu erweitern, dann 2 Wortsätze, dass sie gebildet werden. Und jetzt ist er 8 und jetzt spricht er ganz gut. Ja, so man kann ihn verstehen. Wir haben viel an der Deutlichkeit gearbeitet und dass er auch jedes Mal toll zu sehen, wie sich das alles erweitert und ja, was er da für Fortschritte macht. Ich habe tatsächlich auch mal im integrativen Kindergarten gearbeitet und hatte auch einen ganz tollen Jungen mit Trisomie 21 und der hatte auch so diese Sprachprobleme, will ich es nicht bezeichnen, aber dass sich das einfach ein bisschen später entwickelt hat. Und ich weiß, wir haben damals angefangen mit Gebärdensprache. Habt ihr das auch mit aufgenommen bei euch oder war das gar kein Thema? Noch haben wir auch gemacht, gerade am Anfang. Das ist Guck. Was wir gemacht hatten, und da war es so, er saß am Tisch und hat halt irgendwas gesagt und wir haben ihn halt nicht verstanden. Ja? Und er wollte, glaube ich, trinken haben und wir haben ihm Essen gegeben oder eine Gabel oder was auch immer, und dann ist er am Tisch ausgerastet und hat halt geschrien, weil er nicht verstanden wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas einführen und haben dann die Gebärde für Trinken und Essen eingeführt. Ja, da hat er sich total gefreut, weil er sich dann mitteilen konnte. Und dann haben wir das ein bisschen noch erweitert. Und dann ist er aber in die Sprache gekommen. Und dann mussten wir das nicht mehr so weit weiterführen. Ja, und haben das dann, eigentlich auf Buchstabenebene hatten wir das nochmal als Unterstützung nochmal mit drin. Das ist sozusagen dieser bildliche oder dieses haptische, wenn man so möchte, ja, ein das da reibt man sich den Bauch, oder das ist wie so ein Staubsauger, so, ja, dass man sagt, okay, so werden die Laute gebildet. Das hat ihm später nochmal geholfen, die Laute abzurufen, bis sie richtig automatisiert abgespeichert waren. Genau. Und wo wir jetzt gerade nochmal bei der Kita waren, da frage ich mich, war euer Kind in der Kita und wann ist er denn in die Kita gekommen und wie war so allgemein die Zeit in der Kita? Also war das für ihn eine schöne Zeit oder hat er da irgendwie schlechte Erfahrungen machen müssen oder wie ist denn das gewesen? Also wir hatten großes Glück mit der Kita und erst mit 10 Monaten haben wir die Eingewöhnung gemacht. Danach sind wir nochmal zusammen, als ich Elternzeit hatte, dann, als er ein Jahr war, sind wir in Urlaub gefahren, sind wir zusammen als Familie nach Brasilien geflogen, hatten dort 4 Wochen Zeit für uns und haben danach nochmal die Eingewöhnung, also in Anführungsstrichen die zweite Eingewöhnung gemacht, die dann auch nochmal leichter war. Wir hatten eine Erzieherin, die gesagt hat, nee, sie hat keine Erfahrung, sie möchte es aber gerne machen und an der Herausforderung quasi mit wachsen, und das war gut. Ja, wir waren in einem, ich würde behaupten, in einem engeren Austausch als die anderen Eltern mit der Kita, weil wir denen halt auch immer neue Erkenntnisse bekommen haben. Ja, und dann war so, okay, hier ist das Guck-Seminar, dann haben die sich auch am Guck-Seminar mit angemeldet, dann haben wir mit anderthalb das Even-Therapiezentrum gefunden, wo wir sehr, sehr viel Input mitbekommen haben und was wir denen dann auch immer mehr im engen Austausch mitgegeben haben. Und ich glaube, das war so der Schlüssel zum Erfolg, ja? Dass man gesagt hat, bei uns zu Hause machen wir dies, das und jenes. Weil es ist, zum Beispiel war das mit den Guck-Gebärden. Wir haben gesagt, er gebärdet nicht in der Kita. Und gesagt, okay, das ist komisch. Hier, da habe ich mal alle Gebärden aufgeschrieben und nochmal gezeigt, wie sie gehen. Und dann haben sie nochmal drauf geachtet und dann war es so, ja, okay, ja doch, die hat er gemacht. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass Menschen, die damit keine Erfahrung haben, sind halt, die Signale sind einfach nicht ganz so stark.
Ja, da muss man sehr darauf achten, dass die Signale, die das Kind aussendet, um etwas zu probieren oder ja, es zu machen, die sind nicht so laut wie andere Kinder. Ja, wenn ich meiner Tochter im gleichen Kleinkindalter irgendwas nicht gegeben hat, dann hat sie angefangen, laut zu plärren ohne Ende, ja, oder zu hauen oder was auch immer zu tun. Und dieses Verhalten hat er nicht an den Tag gelegt. Er war dann leise und dann heißt es immer, oh, das ist doch ganz pflegeleicht und super toll zufrieden. Aber eigentlich kehrt er immer mehr in sich zurück, weil er nicht gehört und gesehen wird. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen, die zusammen Berührung mit dem Kind haben, da sich dem im Klaren sind und das wissen. Ja, ja, und auch nochmal so einen intensiveren Blick auf das Kind haben und da wahrscheinlich einfach ganz einfühlsam sind und ja, einfach im Hinblick auf das Kind. Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal eins sagen. Also einfühlsam ist so eine Sache, ne? Uns war es immer ganz wichtig, das haben wir denen auch gesagt, wir brauchen halt ganz auch klare Regeln, ja, also wie alle Kinder, die brauchen klare Regeln und das darf da auch keine Ausnahme gemacht werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil der ist halt extrem schlau, ja. Wenn der merkt, dass er irgendwo eine Sonderregelung bekommt, dann würde er sofort das ausnutzen, ja. Das habe ich in Therapien mit auch selbst mit erfahrenen Therapeuten erlebt. Da hat er so getan, als ob er nicht krabbeln oder nicht laufen oder was auch immer nicht machen könnte. Und als ich dann nochmal mit reingegangen bin, habe ich gesagt, wieso unterstützen Sie ihn hier? Er sagt, ja, kann er das denn schon? Er sagt, ja, natürlich. Ja, und dann habe ich ihm das gesagt, bitte zeig das. Und dann hat er das gemacht. Deswegen ist es so ein schmaler Grat. Ja, man muss sensibel auf die, eigentlich, dass alle Kinder dort abholen, wo sie sich gerade befinden und da unterstützen, wenn sie gerade etwas Neues, diese Schwelle bei der Unterstützung, etwas Neues zu erlernen, ich glaube, da, das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man dann, glaube ich, feinfühlsam schauen, wie man da mit Fingerspitzengefühl den Maß der Unterstützung findet, ohne es das Kind zu sehr zu unterstützen. Genau, dass da immer selber noch eine Eigenmotivation mit drin bleibt. Ich finde das auch sehr, sehr schön, dass ihr so positive Erfahrungen in der Kita sammeln konntet. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedem so gegönnt sozusagen. Und jetzt hast du ja gesagt, ihr habt noch zwei Töchter nach eurem Sohn bekommen. Wie sind denn so die Geschwister untereinander? Also ihr macht ja wahrscheinlich keine Unterschiede. Es sind halt eure drei Kinder und die werden alle drei gleich geliebt. Aber wenn ihr zum Beispiel Besuch habt von Freunden eurer Töchter, Wie gehen denn andere, ja, Kinder mit ihm einfach um? Ich würde sagen, ganz normal. Wir hatten, also dadurch, dass sie sowieso alle in der gleichen Kita waren, meine Tochter ist jetzt 2 Jahre jünger, kennen die sich quasi noch, ja, weil er hat noch ein Jahr, ich habe ihn ein Jahr von in der Schule zurückstellen lassen, einfach, dass er sich, er hat zweimal die Vorschule gemacht, dass er sich noch ein bisschen mehr finden kann für sich selber. Ja, ich würde sagen, kognitiv wäre er soweit gewesen, aber die Handlungsschnelligkeit und das ganze Thema in der Schule, was da alles für Einflüsse drauf auf ihn, auf die Kinder einprasseln, ich glaube, das wäre zu früh gewesen. Deswegen haben wir ihn ein Jahr zurückgestellt und dadurch kennt er jetzt quasi ja auch die Gruppe von den Jüngeren, also von meiner mittleren Tochter. Und ja, die anderen, die sind so noch so klein, weil meine Jüngste ist 3. Also ich habe bisher noch nichts erlebt. Was wir halt machen ist, wenn ein Kind fragt, ja, wieso, das war früher so im Kindergarten, da kam ein Kind zu mir und meinte, ah, wieso kann dein Sohn denn noch nicht dies und das? Das passiert manchmal auch auf dem Spielplatz oder wieso ist dies? Dann sage ich, ja, schau mal, es fällt dir ein bisschen schwerer, das deutlich auszusprechen oder zu springen oder Fahrrad zu fahren oder whatever, was gerade der Anstoß quasi des Kindes war, und versuche das halt dem Kind zu erklären, dass jedem etwas leichter und schwerer fällt. Dafür konnte er schon Buchstaben und lesen, ja, weil er über das Lesen das Sprechen gelernt hat. Und so ist jeder Mensch individuell, ja. Und wie gesagt, in der Regel, bisher hatte ich noch nichts, wo ich irgendwie irgendwas Respektloses oder ja gehört hätte oder was auch immer. Ja, das kann auch mal sein, aber ja, ich bin
ich sag mal, meine Hautfarbe, ja, ist nicht weiß, ja, und ich habe das selber in meiner Jugend erlebt, ja, und ich glaube, ich kann meine Kinder auf solche Situationen ganz gut vorbereiten. Ich denke auch einfach, dass das Thema Trisomie 21 jetzt doch relativ transparent in unserer Gesellschaft schon vorhanden ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber du hast auch die Internetseite dasganznormaleleben.de ins Leben gerufen. Und kannst du mir darüber noch ein bisschen was erzählen und welche Gründe es auch für dich gab, dass du die Seite entworfen hast oder ins Leben gerufen hast? Ja, es war das nach dem Krankenhaus. Ja, ich glaube, jedes 600. Kind wird mit einer Trisomie 21 geboren. Also es ist mit die häufigste Chromosomanomalie, die es gibt. Es haben schon viele Eltern vor mir und es werden auch viele Eltern nach mir die gleichen Themen bewegen. Ja, und es gibt Vereine wie die Lebenshilfe und andere Vereine. Aber nirgendwo habe ich gebündelten Informationen gefunden. Ja, es gibt am Anfang so eine Art, ich sag mal, ich würde es mal Faktencheck nennen. Ja, gesundheitlich müsst ihr auf Folgendes achten. Das kann man irgendwie auf One-Pager fertig machen. Sagen, schau, seht zu, dass, weil selbst die Kinderärzte das nicht wissen, weil sie hatten in ihrem Studium kein Trisomie 21 Semester, sondern das ist vielleicht mal nebenbei, was ist ein Trisomie 21 und Punkt. Ja, weil die Experten sind am Ende die Eltern. Ja, das hat mich halt einfach geärgert. Und meckern ist einfach. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde mal eine Seite fertig machen, um die Erstinformationen zu bündeln. Ja, und das ist auch ja nicht vollständig, weil mittlerweile muss ich auch sagen, geht die Zeit auch ein bisschen flöten. Aber das, was sind so die Sachen, die einem interessieren, sind die Therapien. Ja, was für Therapiemöglichkeiten gibt es, weil das hat mich zum Beispiel geärgert, dass ich selbst im SPZ, ja, in den Zentren, die sich eigentlich damit auskennen sollten, mich nicht auf diese spezielle Therapieform, von der ich gesprochen hatte, von der Even-Therapie, das ist eine spezielle Therapieform, ist aus Brasilien letztendlich, da wird getont, da wird wechselseitige Übungen gemacht, dann wird die Mundmotorik unterstützt und so weiter. Und die ganzen Logopäden, mit denen wir hier gearbeitet hatten, da waren die schon mit ihrem Latein am Ende. Ja, und dann sage ich so, okay, das ist ja schwierig. Und es gibt viele Merkmale, wo man durch kontinuierliche Reize setzen an den Rezeptoren, auch im Mund, in der Zunge und überall, die ihn unterstützen kann, quasi sich weiter zu entwickeln, ja, und die Wahrnehmung besser zu fahren. Ja, und ja, das ist es. Das ist eine Thema. Das andere Thema ist, dass wenn man in der Krankenkasse quasi auch eine Pflegeversicherung hat, dass man das Kind sofort mit aufnimmt, ja, das eine finanzielle Grundlage mitgeben, ja, dass man sagt, man ist alleinerziehend oder keine Ahnung, man muss das Kind mehr pflegen und das kann innerhalb von, ich glaube, 6 oder 8 Wochen dürfen die Krankenkassen das nicht ablehnen. Ja, aber das sind so Punkte, damit ist man einfach am Anfang überfordert. Ja, aber das sind so Fakten, wo man sagt, pass auf, bei allem schön und gut, wie ihr das jetzt verarbeitet, weil auch das muss jeder für sich selber schaffen, sind das die Themen, einmal gesundheitlich, das und das und das müsst ihr beachten und hier, das sind die Themen, erstmal ganzen Behördensachen, die wichtig sind. Das müsst ihr gleich am Anfang machen, da habt ihr nur 6 Wochen Zeit und einen Behindertenausweis oder ja, Antrag auf Pflegestatus und etc. pp. Das hat halt noch ein bisschen Zeit. Ja, und das ist eine Art Guideline einfach. Und ich habe da auch mit der Lebenshilfe gesprochen, aber ich weiß nicht, ob bisher was passiert ist. Das sind so Punkte. Die legen halt mehr den Fokus, die unterschiedlichen oder die Eltern zusammenzubringen, ja, dass sie sich austauschen können. Auch total wichtig. Ja, und das hat mich halt einfach so ein bisschen gestört. Ich gesagt habe, okay, hier, deswegen habe ich eine Seite erstellt, wo zumindest erstmal die Erstinformationen da drauf sind. Genau. Also ich war auch schon mehrmals jetzt auf deiner Seite und fand es super interessant und auch, dass da nochmal so ein Fahrplan im Prinzip aufgezeigt wird. Was kann ich machen? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Welche Formen der Trisomie 21 gibt es auch? Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede.
Und was mich jetzt nochmal interessiert, hatte ich mir schon nebenbei nochmal aufgeschrieben, jetzt habt ihr ja noch zwei Kinder bekommen. Habt ihr in der Schwangerschaft was anders gemacht? Also habt ihr vorher da nochmal irgendwie eine Untersuchung machen lassen oder habt ihr wieder gesagt, wir wollen ein Kind und wir nehmen das, was kommt sozusagen? Dadurch, dass wir wir haben eine Untersuchung machen lassen, weil ich Gewissheit haben wollte. Und zwar, ich bin davor so ein Loch gefallen und ich habe gesagt, das möchte ich nicht nochmal. Also ich habe echt einen Monat gebraucht, um mich zu fangen, nachdem das quasi passiert ist, und dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir das an und dann klettern wir jetzt wieder hoch letztendlich und ich führe jetzt mein Leben normal weiter. Ja, und weil ich gesagt habe, oh, keine Ahnung, was da alles ist und was da passiert und. Ich sage, ich möchte es nur gerne wissen, damit ich mich im Vorfeld auf diese Themen vorbereiten kann. Das ist letztendlich nur etwas für mein Gewissen gewesen, um mich zu beruhigen, weil selbst bei einer Geburt, wenn man sich damit auseinandersetzt, was alles bei einer Geburt passieren kann, ja, Punkt. Und das haben wir bei beiden Kindern gemacht, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht nochmal überrascht werden. Mhm. Genau. Verstehe ich auf jeden Fall sehr gut. Jetzt bin ich mal so ein bisschen rum und sag mal, wie stellst du dir das denn vor, sagen wir mal, in 15, 20 Jahren? Also wenn dein Sohn erwachsen ist, wie könnte sein Leben aussehen? Gute Frage. Ja, die Frage könnte ich selbst für meine beiden Töchter nicht wirklich beantworten. Ich weiß nur, was ich mir wünschen würde. Ja, ich würde mir wünschen, dass er ein glückliches Leben führt, was das für ihn auch immer heißt. Ja, was ich meinte ist, wenn er sich auf den Weg macht und also bis jetzt, oder fange ich nochmal anders an. Bis jetzt hat er mir noch keine Grenzen aufgezeigt, ja, und so mein Motto ist ein bisschen the sky is the limit, ja, ich werde ihm nicht Grenzen auferlegen, weil ich sage, oh, du hast das Down-Syndrom, du kannst nicht Astronaut werden oder was auch immer, ja, wenn er sagt, okay, wenn du Astronaut werden willst, dann gehen wir den Weg, um Astronaut zu werden und gucken, wo uns das hinführt, ja, und ich hoffe, dass er ein selbstbestimmtes Leben führen kann, das wäre mein Wunsch für ihn. Wir schauen mal. Also ich versuche nicht so weit nach vorne zu gucken. Es ist erstmal die Schule dran. Jetzt sind wir in der Schule und da haben wir mit Inklusion quasi erstmal zu kämpfen, dass das Thema von den Behörden auch so angegangen wird, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, adäquat zu lernen. Ja, das ist das erste Thema und ich wünsche mir, dass es einfach so weitergeht. Bisher war es immer so, was wir angegangen sind, hat in der Regel ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, sagen wir es einfach so. Ja, ja, und ich denke auch, dass, wenn du sagst, du möchtest einfach, dass dein Kind glücklich ist, das ist ja letztendlich das, was wir alle Eltern wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Und auch so, wie du das erzählst, hört es sich ja auch so an, als wenn ihr eine ganz normale Familie seid, seid ihr ja wahrscheinlich auch, und, und einfach alle glücklich sind. Jetzt wollte ich dich zum Abschluss nochmal fragen, was möchtest du den Eltern noch, gibt es da noch irgendwas, was du Eltern mit auf den Weg geben kannst, die ein Kind mit Trisomie 21 erwarten oder vielleicht auch schon haben? Hört auf euer Bauchgefühl, ja, weil letztendlich seid ihr die Experten für euer Kind, ja, keine Ärzte, Therapeuten oder Pädagogen können das quasi abschätzen. Das ist so das eine, das, was ich meinte mit setzt euren Kindern keine Grenzen, ja, weil die Grenzen kommen von ganz alleine. Das kann ich mitgeben. Und ich habe, was ich eingangs meinte, wenn man den Blickwinkel so setzen kann, ist es einfach also das, was mein Leben verändert hat, ist eine große Bereicherung für mich. Ja, wie gesagt, diese Entschleunigung und die Zeit, ja, vergeht ja so schnell. Mittlerweile habe ich das Gefühl, umso älter ich werde, umso schneller läuft diese Zeit mit. Ja, vorher waren es Tage als Kind, ja, oder Minuten. Man konnte kaum erwarten, bis endlich der nächste Tag geht oder bis man 18 wird. Mittlerweile denkt man schon in Quartalen oder sogar schon in Jahren, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist der April, jetzt muss ich mich bald schon wieder um Weihnachtsgeschenke kümmern, was machen wir denn da? Und sich da wieder zu fokussieren und zurückzukommen und zu sagen, so, guck mal, heute
heute ist ein Tag, heute hatten wir Schule, heute haben wir den Buchstaben XY gemacht, das hast du gelernt, heute hatten wir was Tolles. Oder wir sind draußen und gucken uns irgendwas an, ja, und zeigt mir etwas, was er gerade gesehen hat, und sich darauf einzulassen. Das war für mich, das ist, wenn man das schafft, ist es für mich auf jeden Fall etwas, was ich nur empfehlen kann, weil das eine Bereicherung ist. Ja, das habe ich deinen Worten auch auf jeden Fall so entnehmen können, dass euer Sohn ein Geschenk ist, mit dem ihr ein tolles Leben habt und natürlich auch eure beiden Mädels noch dazu. Ich danke dir sehr für das Gespräch und auch für deine ehrlichen und offenen Worte und wünsche euch für die Zukunft alles Liebe und Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Danke. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Trisomie 21. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei meinem Gast Daniel bedanken für die doch sehr privaten Einblicke. Weitere Informationen zum Thema findet ihr unter www.dasganznormaleleben.de. Dort gibt es zum Beispiel eine Entwicklungstabelle, Informationen zu Therapiemöglichkeiten und auch Informationen zu den Behördengängen. Jetzt möchte ich noch meine anfangs gestellte Schätzfrage beantworten: Wie viele Menschen mit Trisomie 21 leben in Deutschland? Es sind geschätzte 50.000. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.